Warum schubst du einen Journalisten? Ich hau dir gleich eine rein. Eine Szene symptomatisch für den Umgang mit Journalisten in Russland. Aber Verfolgung funktioniert auch ohne direkte Gewalt. Ich wurde von den Machthabern in Russland zum Feind erklärt. Man wird als ausländischer Agent eingestuft, ohne Beweise, ohne Widerspruchsrecht, ohne Gerichtsurteil. Dmitri Muradov, Chefredakteur der Novaya Gazeta, konfrontiert den russischen Präsidenten Putin bei einer Diskussionsveranstaltung. Das Gesetz hat etwas mit der finanziellen Unterstützung aus dem Ausland zu tun, im Zuge einer politischen Tätigkeit. In Russland wird Journalismus heute sehr schnell zu einer politischen Tätigkeit erklärt, besonders kritischer Journalismus. Seit Beginn dieses Jahres gibt es immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die als ausländische Agenten tituliert werden, ganz offiziell. Mit vollen Namen stehen sie auf dieser Liste hier. Die Liste wird jeden Freitag aktualisiert auf den Seiten des Justizministeriums, dann kommen neue Medien und neue Namen drauf. Aber was bedeutet das, wenn jemand als ausländischer Agent tituliert wird? Irina Dolinina und Alessia Morochowskaja sind offiziell ausländische Agentinnen. Seit August stehen die beiden Journalistinnen auf der Liste. Den Grund dafür hat ihnen niemand verraten. Jetzt wollen sie gegen ihren Agentenstatus gerichtlich vorgehen. Wir werden an das Gericht, Justiz und Außenministerium entsprechende Briefe verschicken. Denn weder ich noch meine Kolleginnen und Kollegen von Important Stories sind mit diesem Status einverstanden. Angekommen bei der Post. Heute schicken sie die Fragen los, aber da ist noch mehr. Als Auslandsagentinnen müssen beide stapelweise Dokumente ausfüllen und abschicken. Das kennen die Journalistinnen schon. Viermal im Jahr müssen sie als Agentinnen absolut alle Einnahmen und Ausgaben an das Justizministerium melden. Alles von Klopapier bis Kugelschreiber. Wenn sie das versäumen, drohen ihnen Geld oder sogar Haftstrafen. Irina und Alessia machen sich keine Illusionen. So einfach werden sie diesen Status nicht los. Die Justiz sehen sie nicht auf ihrer Seite. Wir wenden uns anschließend an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Diese Briefe hier sind sinnlos, aber diese juristischen Schritte müssen gemacht werden. Von russischen Behörden bekommen wir höchstens irgendeine lächerliche Erklärung, warum wir Agentinnen sind. Danach machen wir eine Top-Liste der absurdesten Gründe für den Agentenstatus. Wenn alle Agenten eine offizielle Antwort von den Behörden bekommen haben, diese Top 10 wird ganz witzig. Auch ihr Medium Important Stories wurde zum ausländischen Agenten erklärt. Das investigative Team ist angesehen in Russland. Es hat beim internationalen Rechercheprojekt Pandora Papers über die Offshore-Konten der Weltelite mitgearbeitet. Important Stories war das einzige russische Medium bei diesem globalen Projekt. Die Machthaber betreiben eine regelrechte Jagd auf die sogenannten ausländischen Agenten. Der Chef von Important Stories, Roman Anin, hat direkt zu Wladimir Putin recherchiert. Dieses für Russland besondere Geheimnis wird stärker gehütet als die Lage unserer Atomraketen. Es geht um die Familie von Wladimir Putin und ihre geheimen Offshore-Geschäfte. Allein die Veröffentlichung von diesem geleakten Hochzeitfoto der Tochter Putins gilt als Angriff. Wir haben Beweise dafür, dass die Offshore-Firmen von Putins Schwiegersohn Aktien des Chemieunternehmen Cibur im Wert von 500 Millionen Dollar bekommen haben, quasi geschenkt. Als danach die Polizei vor Anins Wohnung auftaucht, dokumentiert sein Team die Vorgehensweise. Anins Privatwohnung und die Redaktion werden durchsucht. Anin selbst wird abgeführt und noch in der Nacht zu einem seiner Artikel über die Korruption verhört, als Zeuge bei einem Strafverfahren. Nach der Abschreckungsaktion wird der Reporter freigelassen. Inzwischen hat er Russland verlassen. Ich erreiche Anin per Video. Einige Jahre lang wurde ich abgehört. Ich selbst, meine Eltern und andere Leute, die mir nahestehen, wurden beschattet. Das Ziel war, mich hinter Gitter zu bringen. Das Team von Roman Anin ist aber nach wie vor in Moskau. Irina und ihre Kolleginnen rechnen jederzeit mit einer Hausdurchsuchung, aber sie bleiben hier, verbringen Zeit miteinander, halten zusammen.
Jeden Tweet und jeden Post muss Irina Dolinina entsprechend markieren. Stammt von ausländischer Agentin. Das muss die Journalistin schreiben, selbst wenn sie einer Freundin zum Geburtstag gratuliert. Sonst droht ihr eine Strafe. Wegen dieses Gesetzes kommentiere ich nichts mehr in sozialen Netzwerken. Es würde ja so aussehen, ja, einverstanden, geschrieben von Agentin. Oder nein, stimmt nicht, geschrieben von Agentin. Julia ist bei uns für die Kommentarspalten auf der Webseite verantwortlich. Und sie quält sich ständig damit. Die Leute fragen mich oft, warum stellt ihr denn immer diesen Agentenstempel über jeden Text? Und ich antworte ihnen, die Behörden würden von dieser Seite einen Screenshot machen. Nach 2 Geldstrafen droht dann dem Chefredakteur eine Haftstrafe. Irina kann in keinem Bereich außer im Journalismus mehr tätig sein, denn eine ausländische Agentin würde kaum einen Arbeitgeber einstellen. Ausreisen kann die Reporterin auch nicht. Sie hat Sorge, ihre Eltern in Gefahr zu bringen, sollte ihr Team die nächste brisante Recherche über Korruption veröffentlichen. Die Journalistin spricht offen. Inzwischen hat sie sich Hilfe geholt beim Psychologen. Ich arbeite ständig an schwierigen Themen. Dazu dieser permanente Druck wegen des Agentenstatus. Irgendwann habe ich kapiert, dass ich Hilfe brauche. Ich soll mir Tabletten besorgen, damit ich überhaupt schlafen kann und nicht bei jedem Mucks aufwache. So eine coole Musik und wir sprechen über so deprimierende Dinge hier. Ja, in einem Café voller junger Menschen wirkt Irinas Lage als Auslandsagentin einfach absurd. Irina gibt sich zwar kämpferisch, aber diese Agentengeschichte macht sie schon fertig, vor allem emotional. Und nicht nur sie. Es gibt in Russland eine Anwältin, die sich für die Journalisten Auslandsagenten einsetzt, mit aller Kraft. Sie heißt Galina Arapova. Es war für mich wichtig, mit dieser Frau zu sprechen, denn inzwischen ist sie selbst ausländische Agentin. Aber das war gar nicht so einfach, denn Galina schützt sich und ihr Team in der Stadt Voronezh, 500 Kilometer südlich von Moskau. Deswegen konnte ich mit ihr nur per Video sprechen. Aber erstmal zeige ich euch, wie sie in Russland öffentlich auftritt. Galina Arapova ist eine öffentliche Person geworden, die bekannteste Medienanwältin im Land. Seit Oktober ebenfalls ausländische Agentin. Im Moskau-Sacharow-Zentrum liest sie ein Zitat des sowjetischen Friedensnobelpreisträgers Andrei Sacharow. In Russland von heute erscheint es ihr aktueller denn je. Eine menschliche Gesellschaft braucht intellektuelle Freiheit. Die Freiheit, Informationen zu bekommen und zu teilen. Die Freiheit, frei und unvoreingenommen zu diskutieren. Wegen ihres Agentenstatus kann Arapova bei einer staatlichen Hochschule nicht mehr unterrichten, was sie 12 Jahre lang gemacht hat. Sie hat sich ganz dem Kampf gegen das Auslandsagentengesetz verschrieben, das sie von Anfang an analysiert hat. Das Agentengesetz gibt es in Russland seit 2012. Die Staatsmacht behauptet, es sei eine symmetrische Antwort auf die Handlungen der USA. Sie haben ein ähnliches Agentengesetz gegen das russische Staatsmedium Russia Today angewandt. Aber in der amerikanischen Agentenliste gibt es kaum US-Bürger und keine Menschenrechtsorganisationen. Dieses russische Gesetz ist mit internationalen Verpflichtungen und Verträgen Russlands nicht zu vereinbaren. Unter anderem verstößt das Agentengesetz gegen die Menschenrechtskonvention. Ende Oktober äußert sich der russische Staatschef Wladimir Putin persönlich zum Agentengesetz im Kreml-treuen Diskussionsclub. Die diesjährige Sitzung von Valdai Club ist eine besondere, denn zum ersten Mal besucht uns ein Friedensnobelpreisträger. Dmitri Muratov hat das Wort. Den Agentenstatus kann man nicht loswerden. Es gibt nicht mal eine Warnung darüber, dass du ab morgen ein ausländischer Agent bist, ein Staatsfeind. So nehmen viele diesen Status ohne Zweifel wahr. Sie sagen, der Agentenstatus ist keine Gerichtsentscheidung. In den USA beschließt das ja auch nur das Justizministerium. Das Gesetz verbietet ja nicht, die politische Tätigkeit weiter zu betreiben. Nur das Geld, das aus dem Ausland bezogen wird, muss entsprechend gekennzeichnet werden.
Die russische Gesellschaft soll das wissen. Ja, dieser Mensch vertritt diese Meinung, so äußert er sich zu innenpolitischen Fragen, aber er bekommt das Geld aus dem Ausland. Allerdings verspreche ich Ihnen, dass wir nochmal auf die verschwommen formulierten Kriterien schauen werden. Ein sehr vages Versprechen, das den Betroffenen erstmal gar nichts nutzt. Seit August beginnt jede Sendung bei TV Rain mit dieser Texttafel »Ausländischer Agent«. Obwohl der private Sender sich überwiegend über sein Publikum finanziert, nicht aus dem Ausland. Zum sechsstündigen TV-Marathon hat die Redaktion viele Agenten eingeladen, um über die Folgen des Gesetzes zu sprechen. Und die Folgen sind vielfältig, nicht bloß finanziell. Einige Kollegen, die Sonderkorrespondenten, haben die Redaktion schon verlassen. Denn für sie ist es nicht mehr möglich, irgendwelche Informationen von Sicherheitsbehörden zu bekommen. Die Quellen haben einfach Angst, mit uns zu sprechen. Ich habe mein Konto aus Sicherheitsgründen geleert und bezahle alles mit Bargeld. Das Medium-Projekt, in dem ich gearbeitet habe, wurde sogar zu einer unerwünschten Organisation erklärt. Und dieser Status ist viel gefährlicher. Das ist gleichbedeutend mit strafrechtlicher Verfolgung und Berufsverbot. Wir alle sollten uns auf künftige Blockaden einstellen. Wir alle landen auf den schwarzen Listen. Wir werden nur noch über VPN, Telegram und Facebook arbeiten können. Der Kreml verfolgt Dosht TV, Englisch TV Rain, offenbar schon lange. Angeblich kündigte der Vermieter auf Druck der Behörden den Mietvertrag und TV Rain musste zeitweise von einer Moskauer Wohnung aussenden. TV Rain wurde vom Kabelnetz genommen. Die neue Repressionswelle betitelt der Moderator Michael Fischmann als die bisher gefährlichste. Der 48-Jährige kommentiert immer wieder scharf die Äußerungen des russischen Präsidenten. Unser Konservatismus ist der Konservatismus der Optimisten. Wir glauben daran, dass eine stabile, erfolgreiche Entwicklung möglich ist. Ich glaube auch, dass es Putin ziemlich gut geht. Wie Winston Churchill einst sagte, wer nach 20 Jahren an der Macht nicht die Begrenzung seiner Amtszeit abgeschafft und seine Macht nicht auf historische Mythen gebaut hat, der ist kein echter Konservator und darf Russland nicht ewig regieren. Es würde mich wundern, wenn es meine Sendung noch länger als ein Jahr geben wird. Dem Volk eine positive Agenda anbieten, das kann Putin nicht, denn sie ist einfach nicht vorhanden. Putin kann nicht die seit Jahren schwächelnde Wirtschaft ankurbeln. Ihm bleibt nur eins: Repressionen und die Unterdrückung der unabhängigen Stimmen. Die freie Presse weist auf Probleme hin, das verstärkt die Unzufriedenheit der Menschen. Diese Gefahr erkennt er. Natürlich hat er Angst vor der Unzufriedenheit der Leute. Deswegen werden die unabhängigen Informationsquellen dicht gemacht. Zu einem echten Weckruf für den Kreml wurde der Film von Alexei Nawalny dieses Jahr über den Putin-Palast an der Schwarzmeerküste und über die Korruption in Putins Kreisen. Knapp 120 Millionen Klicks. Dieser Film hat die Staatspropaganda komplett überlistet. Eine echte Gefahr für den Kreml. Aber auch die Massenproteste im sonst so ruhigen Nachbarland Belarus haben Putin wohl wachgerüttelt. Deswegen kommt dieser besonders heftige Angriff auf die freie Presse in Russland ausgerechnet dieses Jahr. Man will die Massenproteste wie in Belarus unbedingt verhindern. Wenn man sich das Büro von Important Stories ansieht, dann scheinen die belarussischen Verhältnisse nicht ganz weit weg zu sein. Es wurde von der Polizei durchwühlt, wie die Wohnung des Chefredakteurs. Die Computer wurden beschlagnahmt und Irina Dolinina ist sich sicher, dass die Polizisten hier auch Abhörwanzen platziert haben. Deswegen arbeitet sie hier nur noch still. Ich komme mir die ganze Zeit vor wie ein Frosch in einem Kochtopf. Die Frösche werden in den Kochtopf geschmissen und wenn das Wasser nur langsam warm wird, springen sie nicht raus, obwohl sie können. Und irgendwann werden sie gekocht, weil sie den richtigen Zeitpunkt verpassen, um zu fliehen. Ich hoffe, ich verpasse den richtigen Zeitpunkt nicht und werde nicht gekocht, sprich eingesperrt oder ähnliches. Auf dem Weg nach Hause scheint alles wie immer. Russinnen und Russen, die nicht vom Agentengesetz betroffen sind, spüren es kaum.
Aber die Investigativjournalistin Irina Dolinina fühlt sich nicht mehr sicher. Es ist eine perfide Form der Repression, leise und unauffällig und angeblich zum Schutz der russischen Gesellschaft vor dem Einfluss aus dem Ausland. Fast alle, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass die Repressionen gegen Journalisten in Russland noch schlimmer werden. Je näher die Präsidentschaftswahlen 2024 rücken, desto härter wird der Kreml wohl zugreifen. Wahrscheinlich werden noch viel mehr Journalisten als Auslandsagenten eingestuft. Aber diese Geschichte hat einen ganz anderen Effekt. Die betroffenen Redaktionen bekommen auf einmal viel mehr Geld als früher. Leute spenden gerne für mutigen, echten Journalismus. Deutlich mehr Abonnements werden gekauft. Und der Agentenstatus ist sogar zum Qualitätsmerkmal geworden, zu einer Art Auszeichnung oder Anerkennung.